alle Zuschauer, liebe Abonnenten, herzlich willkommen bei Rockpower TV. Heute mit einer neuen Map-Vorstellung, wieder mal eine Map, aber erstmal was in eigener Sache. Und zwar, es wird jetzt am Freitag, also sprich, ja, heute, Samstag und Sonntag und wahrscheinlich auch am Montag, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, keine Folgen geben von der Valley Crest Farm, also dem Mining-Gedönse. Weil ich habe da eine Menge Mods gefunden, habe die so in Mod-Ordner reingetan und da musste ich irgendeinen Mod mit den anderen beißen. Und ich muss jetzt erstmal rausfinden, welcher Mod das ist, muss da ein paar Tests machen und so weiter und so fort. Weil das sind richtig geile Mods, da möchte ich nicht drauf verzichten, aber es ist halt kacke, wenn sie nicht funktionieren oder wenn sie die anderen Mods quasi, ich sag mal, in Schwierigkeiten bringen, dass die Map nicht läuft, die startet einfach nicht. Das muss ich mal machen. Und da ich jetzt am Wochenende, tut mir furchtbar leid, keine Zeit habe, absolut keine, kann ich das erst am Montag machen eben. Also sprich, ich nehme heute ein, zwei Folgen auf, Map-Vorstellungen, dass ihr wenigstens was übers Wochenende zu gucken habt. Die werden jeweils um 17 Uhr rauskommen. Ich habe eine Menge Maps, wo ich vorstellen kann, kein Thema. Und wie gesagt, um die Valley Crest Farm kümmere ich mich dann und wenn die dann wieder einwandfrei läuft, geht es weiter. Kein Thema, kein Problem. Also möchte ich endlich mal nächstes Wochen mit meinem nächsten Projekt anfangen. Dann ist mal gut. Ja, wie gesagt, bin Wochenende nicht da, Geburtstagsfeier, Auftritt. Ich bin voll eingespannt. Ich habe wirklich bis Sonntagabend bin ich weg und deswegen kann ich mich erst am Montag drum kümmern. Ja, das war's eigentlich jetzt. Nur, dass ihr Bescheid wisst, nicht, dass ihr denkt, wir sind jetzt kaputt, das macht ja gar nichts mehr. Ja, ich bin kein Vollprofi. Ich habe halt manchmal Schwierigkeiten und da ich mich da alleine durchbeißen muss und versuchen muss, die zu beseitigen, wie auch immer das Problem aussieht, dann dauert es halt ein bisschen. Wenn ich Hilfe hätte, wenn mir mal einer schreiben würde, ja du, pass mal auf, liegt an dem und dem, mach mal das und das und so weiter und so fort, dann könnte ich Zeit sparen, es wäre eine Wahnsinnshilfe, aber egal. Ja, die heutige Map ist die Swiss Map oder auch Schweizer Bergwelten genannt. Ich mag die Schweiz wahnsinnig und es ist eine ganz stinknormale, einfache Map, die eben nur auf Landwirtschaft beruht. Also Produktion oder so, Fabriken gibt es da keine, so viel ich weiß, aber das werden wir uns gleich nochmal angucken. Ich bin die mal ganz überflogen. Es geht halt darum, die Map kam auch schon im 15er raus. Es sind so vier Bergdörfer oder vier Dörfer oder fünf. Die halt, also beim 15er war es so, vier verschiedene Schweizer Kantone darstellen sollten, so ganz grob. Aber wie gesagt, wir starten mal. Wir gucken mal. Zack. So. Und, jawohl. Das Gebäude erinnert mich zwar ein bisschen an den 15er River Gedönster. Ich weiß nicht mal, wie die Map heißt, tut mir furchtbar leid. Aber die war sehr, sehr, sehr berühmt. Ja, wie gesagt, hier, dieses Riesensilo, habe ich schon rausgefunden, ist für Silage zu machen. Das ist also ganz sicher, doch, hat doch ein paar Verkrippritzkünfte. Kommen wir aber gleich rein. Wie gesagt, da kommt Hexengut rein und Silage raus. Das ist so das Einzige. Und hier, glaube ich, wird das ganze Gedöne abgekippt. Der ist der Kuhstall, sorry. Das ist der Kuhstall. Ja, wie gesagt, da hinten ist eine Werkstatt, brauchen wir gar nicht gucken, da können wir so reingucken. Und hier drüben ist einfach nur Lager. Ja, genau, da könnt ihr ja ganze Sachen wie Dünger, wo man kaufen kann im Shop oder Schweinefutter oder etc. pp. Lagern oder auch was ihr selber herstellen. So. Ja, dann gehen wir mal kurz rein in die Fabrikgedönse. Ja, ihr hört ein bisschen, ich bin verschnupft. Ein klein wenig verschnupft, das passt auch noch, wie Faust aufs Auge, was soll ich machen. So, wir haben einen Silagemaker, den habe ich euch gerade gezeigt, sogar drei verschiedene. Ja, es soll ja verschiedene Dörfer darstellen, dann denke ich mal, da ist an jedem einer. Die Fabrik hier ist ganz normal wieder eine Holzfabrik, nee, Quatsch, Grasheu, okay, das ist so eine Trocknungsfabrik, wo Gras reinkommt und dann getrocknet wird und Heu kommt raus. Schweinefuttermaker, Mistmaker. Der Mistmaker, auch Gras rein, das ist was ganz Neues, habe ich auch noch nie gesehen und es kommt Mist raus. Warum nicht?
Wenn einer Krieg auf Ackerbau machen will, Entschuldigung, Gottes Willen, auf Viehzucht machen will und hat kein Mist, braucht aber dringend Mist, ist auch eine Möglichkeit, kann man so machen. So. Das Einzige, was nachteilig ist, und zwar das da, berühmte Hartdingsbums, das ist ein bisschen undürftig. Ihr seht schon, der kommt ein bisschen größer. Ja. Wie gesagt, das ist ein Teil, das da unten ist ein Teil, da ist ein Teil, da ist ein Teil. Das soll halt, wie gesagt, beim 15er eben vier verschiedene Sachen darstellen. Da ist der Schweinestall, hier ist die BGA mit der Tankstelle, hier ist der Hühnerstall, das ist wieder eine Sägerei. Die Sägerei ist auch, da können wir ganz hingehen, da kommt auf jeden Fall Palette raus. Ihr könnt Holz reintun. Hier in dem Trigger kommt immer Holzpalette raus. Also das funktioniert, das geht. Unterstellmöglichkeit auf der Menge, da ist die Tankstelle. Für die kam ich da jetzt auch hin. Ja, und dieser Mistmaker, was der Teufel, wo der ist. Frau Bünden. Aha. Ja, hier hat es Bahnhöfe. Wie gesagt, daran sieht man halt schon, dass es verschiedene Orte sind. Das ist eben genau Bünden. Wie gesagt, soll ja jedes Dorf so einen Kanton darstellen und so. Dann ist hier, da sehe ich weit nirgendwo, ist noch ein Bahnhof versteckt. Eine Brauerei haben wir auch, aber das ist, glaube ich, nur Verkaufsstelle. Da kommt nichts raus. Denk mal hier, frag mich nicht, was man da anliefern kann. Ich finde keine, ach, das zum Öffnen. Ah ja. Ja, auf jeden Fall kommt da was rein, das kann man öffnen. Und ist einfach nur eine Verkaufsstelle, ich denke mal für Getreide, Pasta, Sense, aus. Aber hier könnt ihr Eier verkaufen und das war's dann. Wie gesagt, das ist der andere, der Schweinehof, soviel ich weiß. Da habt ihr auch wieder eine Menge Unterstellmöglichkeiten. Auch schön gemacht, einmal frei, einmal mit Garage. Jawohl, dann auch wieder Regale. Ah ja. Das könnte der Mistmaker sein, oder? Ja, sieht so aus. Das ist der Mistmaker, Leute. Da ist der Mistmaker. So gut, warum nicht? Da ist wieder der Silagemaker. Seht ihr, da ist der nächste. Da ist das Hochsilo. Da kann man auch wieder die Klappe öffnen. Das geht. Das wird eingelagert, zeigt da auch an. Also hier ist alles drin, Weizen, Gerste, Raps, Mais, Sojabohnen, Sonnenblumen, also ganz normale Gemüse. Wieder das ist der zweite Hof. Das müsste eigentlich auch. Ach, was weiß ich. Denke wohl, kann es ein Schweinehof sein, obwohl da ein Schwein abgebildet ist, müsste eigentlich das Schweinegehege sein, aber wie auch immer, keine Ahnung. Ja, der Shop ist auch ganz normal ländlich, hier eben einmal groß Fendt, Fahrzeuge verkaufen, ihr kennt es ganz normal, nichts Besonderes, hier sind ein paar Garagen, geht aber nicht auf, aber doch geht auch auf, hier ist die Garage, hier können wir die Fahrzeuge reparieren lassen. Ja, da fliegen wir mal drüber, weil es interessanter, wie gesagt, Zug hat sie auch, und da ist der einzige Kritik, weil es ist die Schweiz. Es stört mich auch immer bei deutschen Maps, wenn ein Zug verbaut ist, den man fahren kann. Es ist halt dieser blöde Scheiß, entschuldigt, aber es stört mich halt einfach, wenn es nicht reinpasst, amerikanische Standardzug. Da bin ich echt mal gespannt, wenn mal einer auf die Idee kommt, endlich mal deutsche Loks ausbringt, über Deutsche Bundesbahn oder von mir SBB oder ÖBB und auch dementsprechende Waggons. Vielleicht gibt mal einer, dass es umgemottet wird, ich habe keine Ahnung. Warten wir es ab. Das hier ist auch Lager, hier könnt ihr aber alles viel verkaufen. Ich stelle mal kurz aus, damit ihr das seht. Jetzt mal ein Zaun springen. Da ist Wasser. Wie gesagt, hier ist auch nochmal Wasser. Und hier sind
Unterstellmöglichkeiten und Lagermöglichkeiten. Hier ist richtig ein riesengroßes Lager. Hier ist die Werkstatt wieder, aber geht nicht auf. Unterstellmöglichkeiten, vielleicht geht da was auf. Moment, ich guck mal. Genau, das ist einfach nur eine Mauer, Entschuldigung. Und wenn wir sind die Häuser sehr gut gemacht, so richtig im... Ah, da geht das auf. Seht ihr? Da ist die Werkstatt. Was gefunden? Was bist du? Auch wieder große Halle, große Lagermöglichkeiten. Oder unterstellbare Öppelplatz. Wie ihr wollt. Ja. Ja, wie gesagt, es ist wenigstens ein bisschen so eben... ja, das ist, da dürft ihr euch nicht dran stören. Also das fand ich auch lustig. Was ist denn das da? Ein verpackter Traktor. Den müsst ihr einfach verkaufen. Es tut mir furchtbar leid, da hat der Mapper ein bisschen gepennt. Vielleicht tut das auch noch fixen. Ich weiß es nicht. Der Rest ist eigentlich soweit einwandfrei. Hier ist der Drescher. Noch ein kleiner Traktor, der große Traktor mit den ganzen Hängern und eben der Zug. So, nun fliegen wir. Wie gesagt, die Berglandschaft, typisch Schweiz, das gefällt mir sehr gut. Ja, also das da hinten, das ist eigentlich gerade so passend. Das hat ein bisschen schlecht gelöst, das Ganze hin, das sieht super aus, aber halt, ja, hier hat ein bisschen gepusht, aber egal. Wie gesagt, so seht ihr von oben, da fliegen wir es noch drüber, ihr könnt auch schön Forst machen. Aber die Map-Begrenzung, die kann man schöner machen, das kann man echt besser machen. Gut, ich könnte es auch nicht besser, wenn ich mich gar nicht auskenne. Hier ist der Landhandel. Hier ist Forst. Hier können wir Forst machen. Da ist ein Flüsschen da. Ich sage, hier gibt es nur Verkaufsstellen, die paar Produktionszweige bezieht sich halt auf die Landwirtschaft, wie zum Beispiel, ach seht ihr schon, das ist echt cool gemacht da, diese Felder, die auch ein bisschen zwar quadratisch oder rechteckig sind, aber ein bisschen in die Höhe gehen, in die Steigung. Hier ist die BGA. Schlicht und einfach. Hier ist ein Hof, haben wir gerade gesehen. Hier ist ein kleiner See. Wieder ein bisschen Forst, da ist wieder ein bisschen Wald. Hier ist wieder ein Hof. Der Standardhof, wo alles anfängt, viel ich weiß. 100% weiß ich es auch nicht. Also wie gesagt, es geht halt nur um Landwirtschaft. Reine Landwirtschaft. Ja, hier sind die ganzen Lagermöglichkeiten, da ist auch nochmal ein Bahnhof. Kleines Dörfchen, minimäßig. Felder, Forst. Ein Sägewerk. Was zum Heu herstellen, zur Silage herstellen, zum Mist herstellen, das war's dann eigentlich. Ganz nice, gefällt mir ganz gut. Ob es mich reizen würde zu zocken, kann ich euch echt nicht sagen. Ich sammle ja Maps und so und heb die auf. Ich sag mir immer, das habe ich beim 15er schon getan oder mache ich auch beim 15er noch. Irgendwann komme ich mal dazu, wenn ich die zocken, auch wenn es in 10 Jahren ist. Auch wenn es dann bis dort noch schon LS... 27 gibt oder 26, ich weiß es nicht, aber ja, ich suche halt auch die schönsten Map raus, die mir auch Spaß machen und so. So, genießen wir noch mal zum Abschluss den Blick. Hat euch die kleine Map-Vorstellung von den Schweizer Bergwellen getan? Ich würde sie noch verändern, wie gesagt, es wird viel gefixt, das ist kein Thema. Ja, wie gesagt, für Schweiz reicht es, es muss nicht mehr sein, sagen wir es mal, schön wäre, wenn auch eine Molkerei oder eine Käserei verbaut wäre, Kuhzucht, Milch würde passen. Das wäre super. Vielleicht passiert das noch. Das wäre toll. Leute, hat es euch gefallen, lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da, abonniert meinen Kanal.
Und ich sage tschüss, bis zur nächsten Map-Vorstellung. Und wie gesagt, entschuldigt nochmal, dass es halt jetzt mal 4 Tage kein Let's Play gibt. Ich muss erst gucken, woran das liegt, was da kaputt ist, was da los ist und so. Und so lange gibt es halt ein paar Map-Vorstellungen. Macht gut, tschüss, ciao.